Ja, und hallo zu einem weiteren FIFA-Video hier auf meinem Kanal Duell 60, meine Fußballfreunde. Wir machen weiter mit der 60er-Karriere. Ja, moin moin. Heute starten wir in der Folge direkt mal mit dem Akzeptieren eines Angebots. Und da kann ich ja gleich fragen, was gibt es eigentlich Besseres, als erstmal ein Angebot zu akzeptieren in der neuen Folge am Anfang und dann noch das Duell gegen die Löwen aus Braunschweig. Ja, das gibt's nämlich heute. Allerdings nur in der Schnellsimulation. Wir werden jetzt direkt noch mit Liam Shaw verhandeln. Ich glaube, der hieß so. Dann gibt's die Schnellsimulation gegen Braunschweig. Und wie ihr gerade gesehen habt, habt ihr euch für Deli entschieden, also dass wir ihn verkaufen. Der Kollege wird mal wichtig oder Rotation. Okay, er nimmt richtig. Er nimmt richtig, okay. Meine Sprache ist die beste, nicht. Keine Freigabesumme, freut mich zu hören. 13.000, ja, die Einsätze des Bonusdinge entfernen wir und dann 14.5 geht in Ordnung, auch wenn es nur ein Backup-Spieler ist. Damit haben wir jetzt wahrscheinlich den Liam Shaw. Wobei lustigerweise der hier schon angezeigt wird. Und ja, jetzt gucken wir mal. Ich habe hier noch übrigens interessanterweise ein paar Spieler gefunden, die eben, okay, außer dieser Nick Köhler, der vielleicht nicht, die eben freie Spieler sind und vielleicht ja auch sogar bei uns mitspielen könnten. Ich werde die einfach mal alle scouten und ihr könnt mir dann schreiben in der Abstimmung, ob wir da einen von denen mitnehmen sollen. Nee, nicht in der Abstimmung. Schreibt mir in die Kommentare, ob wir da einen von denen mitnehmen sollen und wenn ja, welchen. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass da der ein oder andere Gute dabei sein könnte. Aber nichtsdestotrotz gehen wir jetzt erstmal schön ins erste Spiel gegen Eintracht Braunschweig. Davor gibt es noch eine Nachricht, in dem Philipp Steinhardt gerne spielen möchte. Darauf antworte ich einfach mal, er bekommt seine Chance, weil ich gebe ihm jetzt mal die Chance. Das heißt, Braun kurz raus und Steinhardt rein. Schnellsimulation, ihr seht gerade, wir spielen gegen Kaiserslautern und Hannover selbst. Und das Spiel endet mit 2-1 für die Löwen, dann Tore von Schmidt und Meiner. Und für die anderen hat Stumpe getroffen. So, es gibt einen Scout-Abschlussbericht zu Maxi Eggestein, der interessiert uns jetzt gar nicht mehr so sehr, weil wir haben ja einen neuen Spieler. Und Steinhardt freut sich darüber, dass er spielen durfte. Darauf sage ich jetzt einfach nur sehr gut. So, hier sehen wir jetzt mal Dennis Dressel ist verkauft. Schön. Und Leandro Morgana kriegt mal wieder ein Leihangebot. Und ja, ich würde mal sagen, ich mache noch diesen Kaufding weg. Man muss das leider delegieren, weil sonst wird das automatisch abgelehnt. Deswegen mache ich so. Und ich würde dafür sein. Jetzt hoffe nur noch, dass meiner Deli verkauft wird. Und Deli ist verkauft. Sehr schön. Und jetzt kriegen wir ein Angebot für Stefan Ortega. Gegen Checker und halt 8,4 Millionen. Ganz ehrlich, nein, ich brauche meinen Stammkeeper. Deli ist verkauft, das freut mich. Dennis Dressel war ja auch schon verkauft. Das heißt, wir haben jetzt ein neues Transferbudget von 8,8 Millionen. Also 8,84, um genau zu sein. Und aufgrund dessen, dass wir gerade wahrscheinlich wieder unseren Innenverteidiger Magalla verleihen und wir dann eigentlich nur noch Wimmer haben, wenn ich mich richtig erinnere, ja, so sieht es tatsächlich aus, würde ich sagen, wir könnten mal noch ein Backup IV brauchen, den vierten. Die Frage ist bloß, wen? Da kann ich ja mal gucken und mich dann melden, ob ich einen finde. Vielleicht wird ja auch irgendein älterer Herr sein, der nicht mehr so, ja, der halt einfach schon älter ist, keinen guten Marktwert mehr hat, aber trotzdem eine gute Gesamtstärke mitbringt. Sowas wäre für mich in Ordnung. Ich gucke erstmal hier bei diesen Dingern, was der Scout mir geschickt hat. Also auch zu den Verteidigern kann ich sagen, ich habe jetzt mal ein paar gefunden. Hier dieser Joachim Nilsson, 8,4 Millionen Freigabesumme. Diese Figueiredo, 2,4 Millionen Freigabesumme. 3,5 für Adams Nuhu,
De Medina 2,4, Pfenning 4,2, Garcia McNulty 8,1, Tom Gahl 2,3. Ja, die habe ich jetzt mal gefunden noch. Auch da könnten wir dann in die Kommentare schreiben, wen wir davon nehmen sollen. Oder ob wir nur mit zwei Innenverteidigern spielen sollen. Allerdings würden wir den Innenverteidiger erst in der nächsten Folge kaufen. Morgallan wird jetzt verliehen, das nehme ich jetzt direkt an. Und damit gehen wir direkt ins erste selbstgezockte Spiel. Wir sehen uns beim Anschluss wieder im Pokal gegen Kaiserslautern. So, da sind wir beim Anschluss. Ich würde sagen, wir gehen sofort in den Tempo-Boost. Es gibt nicht viel zu reden. Die einzige Info, die ich euch geben kann, ist hier, Morgalla ist ja noch nicht komplett verliehen, weswegen er hier nochmal seinen Einsatz kriegt. Und damit jetzt wirklich ab in den Tempo-Boost. Und da steht's 1:0 für die Löwen durch Richie Neudecker, der im echten Leben mittlerweile leider die Löwen verlassen hat, zu Saarbrücken. Aber hier im Spiel bleibt er bei uns, er bleibt die Legende. Und er wird auch, hoffe ich, außer ihr sagt was anderes, bis zu seinem Karriereende bei uns spielen. Außer ihr wollt, dass ich ihn verkaufe. Aber da sehen wir es wieder, Richie Neudecker ist einfach ein super Spieler, weswegen es gut ist, dass er hier getroffen hat und weswegen ich vor allem nicht verstehen kann, dass die Löwen nicht weiter mit ihm geplant haben. Aber naja, also die echten Löwen meine ich jetzt. Aber da kann man leider nichts machen. Noch eine kleine Information am Rande. Ich verstehe leider nicht, wieso Terence Boyd auch bei denen als Mittelfeldspieler spielt. Ist zwar eigentlich ein klassischer Stürmer, so einer Verbrecher wie Mölders, aber hier bei Kaiserslautern setzen die ihn lieber als Flügelspieler ein. Also als hier unten. Das ist von denen gesehen, glaube ich, das rechte Mittelfeld, wenn ich jetzt nicht komplett blöd bin. Ich habe keine Ahnung, wieso die ihn als rechten Mittelfeldspieler einsetzen. Weil es ist eigentlich ein glasklarer Stürmer, aber egal. Und Schmidt hat hier leider nur Tomjak getroffen. Oh nein, und jetzt sehe ich gerade, Eric Martell ist verletzt. Ich werde ihn mal als vorsichtshalber runternehmen und Liam Shaw einwechseln. Da wäre jetzt mir die Sicherheit wichtiger, als dass er unbedingt spielt. Hoffe mal, dass es keine schlimme Verletzung ist, auch wenn ich nicht weiß, wann er sich verletzt haben könnte. Ja, da sind wir bei der Halbzeitpause. Es steht 1:0. Da hatte Richie gerade nochmal eine große Chance auf das 2:0. Aber konnte sie leider nicht unterbringen, weil Kaiserslautern mit Sparge auch einen super Torhüter in der Hinterhand hat. Sie haben eigentlich Matteo Raab gehabt, aber anscheinend ist der auch in der Karriere mittlerweile entweder nicht mehr bei Lautern oder Lautern dachte sich wieder, sie setzt lieber auf Sparge als auf Raab. Aber ich finde es toll, dass Lautern überhaupt aufgestiegen ist. Ich finde es zwar schade für die Löwen, aber ich finde es super für Lautern. Am liebsten wäre es mir gewesen, Lautern und die Löwen. Ja, und Liam Shaw ist halt jetzt drin, aber bis jetzt... Ich muss den unbedingt noch zum Sechser umtrainieren. Das ist nämlich nur seine Zweitposition aktuell. Ach, oh. Jetzt weiß ich, wieso die nicht Raab einsetzen. Ja, gut. Ich hab das komplett verdrängt, dass wir von denen Matteo Raab geholt haben. Aber stimmt, da war ja was. Ich erinnere mich so dunkel an einen bestimmten Kommentar.
Da meinte Matteo Raab als Backup-Keeper wäre sinnvoll. Und ganz ehrlich, ich werde jetzt in der zweiten Halbzeit, es ist vielleicht dumm, aber ich werde jetzt mal Matteo Raab einsetzen. Dann darf der noch ein bisschen spielen. Von der Spielpraxis sammeln gegen seinen Ex-Verein. Weil die haben ja auch von uns Platte. Den haben wir mal gehabt. Felix Platte. Aber dann haben wir ihn abgegeben. Weil er nicht so gut war, wie wir dachten. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und da steht es 1-1 und man kann nicht mal sagen, dass es irgendwie unverdient ist, es ist sogar mehr als verdient, weil man muss eigentlich sagen, Lautern dominiert hier mich eigentlich in fast jeder Hinsicht. Nur wenn es um die Chancenverwertung ging, waren sie bis jetzt nicht so gut. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, anscheinend. Und natürlich, der Ex-Löwe Platte, ist ja klar. Und 2-1, Fabi Greilinger, geil, 79. Spielminute, jetzt nämlich, nachdem die es 1-1 geschossen haben, bin ich aufgewacht und jetzt waren die eigentlich gar nicht mehr vorne und nur noch ich. Hier Fehlpass von denen, ich mag perfekt auf Greilinger, wobei eigentlich eher den Gegenspieler, der kann meinen scharfen Ball nicht annehmen, Greilinger schaltet schnell, nimmt den Ball, schießt schön gegen den Pfosten und ins Tor. Warum ich gerade meinen Spieler nicht wechseln konnte, habe ich jetzt aber auch nicht verstanden. Ich habe mehrmals gerade den Spielerwechselknopf gedrückt. Weil das gerade mit Richie Neudecker sinnvoller gewesen wäre als mit Mölders, aber egal. Ah ja, und wieso es vielleicht da so ein komisches Ding beim 2-1 gab, ich musste genau in dem Moment, als ich kommentieren wollte, husten, weswegen, und ich wollte jetzt nicht den Huster drin haben, deswegen war das so kurz komisch. Also nicht wundern, wieso dann das nach dem Pfosten so ein kurzer Zeitpunkt nichts war und dann mein im Tor komisch klang. Es lag einfach nur an diesem Huster. Aber Hauptsache, es steht mittlerweile 2-1. Die haben schon wieder eine Ecke. Bestimmt schon in die 8 oder so. Also wirklich was aus den Ecken machen können sie auch nicht. Und dann sind wir schon in der letzten Spielminute. Matteo Raab hat nochmal den Ball und ich spiele das jetzt langsam runter. Ich greife jetzt nicht nochmal an, sondern ich spiele das jetzt da so ein bisschen im eigenen 16er, in der eigenen Hälfte runter. Da nochmal auf Liam Shaw, der nochmal auf Raab, der nochmal auf Steini, nochmal auf Raab und der macht den Fehler und er schafft es noch zu retten. Ja, okay. Und da lernt man wieder, es ist vielleicht nicht immer so sinnvoll, so hinten auf Zeit zu spielen. Da wurde ich einfach nochmal fast sofort bestraft. Und ihr könnt immer gerne noch irgendwelche Tipps schreiben, wie man das am besten runterspielt. Oder ob ich lieber einfach weiterhin angreifen soll, auch wenn es vielleicht schon die letzten 1-2 Minuten sind. Auf jeden Fall, wir haben es geschafft. Wir gewinnen 2-1 in dem Pokal weiter. Und es wird eine Abstimmung geben. Matteo Raab als Pokaltorhüter, ja oder nein? Da dürft ihr entscheiden, ob der in Pokalspielen immer eingesetzt, also DFB-Pokalspielen, immer eingesetzt werden soll oder nicht. Aber dazu, so viel dazu zu diesem Spiel. Wir treffen uns gleich beim nächsten Spiel wieder. Okay, jetzt will er einfach VfL Bochum Theo Raab von uns haben. Okay. Ja, nee, kannst du knicken, Bochum. Und, oh oh.
Oh nein. Lindenmeier hat eine Freigabesumme. Und die ist gerade drauf und dran, angenommen zu werden. Wobei, so oft wird der eh nicht bei uns eingesetzt. Und ja, jetzt ist die Frage, sollen wir uns noch schnell irgendwie einen neuen RM gönnen oder nicht? Ach nee. Ey, das wirft jetzt meine ganze Planung wieder durch den Boden, weil ich kann es euch gleich zeigen. Oh nein, Spieler verletzt. Ah, 5 Tage nur, okay. Martell ist nur 5 Tage verletzt. Denn ich kann es euch gleich mal zeigen. Erst euch hier, ja, ich überleg's dir nochmal bitte. Soweit ich nämlich weiß, kann ich aktuell nicht mit dem Lindenmeier verhandeln, da er den Wechsel gefordert hat. Ich kann es ja nochmal probieren. Ja, hat einen Wechsel gefordert, dementsprechend, ich kann mit ihm nicht verhandeln. Dementsprechend wird er wohl verkauft werden müssen. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Erstmal Liam Shaw als Sechser umtrainieren. Das dauert 34 Wochen, okay. Krass. Ja, in der Fußballschule haben wir, glaube ich, keinen guten mehr. Okay, wir haben diesen Krause, aber nee, wir haben keinen guten. Halt, wir haben den Emil Krem, den könnten wir höchstens noch mitnehmen. Milan Meier? Okay. Dieser Emil Krem wäre vielleicht noch eine Option. Der ist ein rechter Mittelfeldspieler, 61. Es wäre jetzt eine Option. Ich kann ja nochmal den Transfermarkt abchecken, ob wir da noch irgendwie, vielleicht mal hier bei den jede Position Stammspieler, ob wir da jemanden finden. Ja, ich habe jetzt tatsächlich welche gefunden. Ich habe hier diesen Anton Kade. Ich habe wieder auf Freigabesummen geschaut übrigens. 2,65 Millionen. Nein, 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 ich will den noch nicht kaufen. Dann Italiano, 2,65. Christian Gebauer, 2,1, ist halt schon 30. Lasse Günther, 6,3. Und diesen Younes Namli als freien Spieler. Ja, ich würde sagen, für die Spieler, die ich habe, da gibt es jetzt einfach mal dann eine Abstimmung. Da könnt ihr in die Kommentare schreiben, welche beiden wir von denen verpflichten sollen. Wir brauchen einen neuen IV. Backup und halt dann einen Flügel. Also RM. LM geht ja auch, weil wir können den LM zum RM umtrainieren. Deswegen habe ich jetzt nach RMs und LMs gesucht. Ah ja, man muss dazu sagen, ich habe jetzt nur in der Bundesliga geschaut, weil ich meinte, das ist jetzt eh schon sehr viel Auswahl. Und das ist halt noch am ersten, wo wir dann im späteren Verlauf dadurch unsere Konkurrenz schwächen. Und Steffen Tigges sieht gar nicht so schlecht aus. Also, Magala ist ausgeliehen, das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel auch unseren Innenverteidiger verloren. Dementsprechend brauchen wir einen neuen IV. Turnierpreisgeld erhalten. Liam Shaw fühlt sich gut, er ist bereit, im nächsten Spiel für Eric Martell zu spielen, wenn er will. Ich habe schon drüber nachgedacht, aber jetzt hat Eric Martell selber gesagt, ich fühle mich mittlerweile viel besser, ich bin einsatzbereit, hoffentlich darf ich wieder spielen. Du bist ein Topspieler. Ich würde sagen, sorry, hier im Short, dann heißt es erstmal, Eric Martell darf wieder spielen. Gegen Holstein Kiel wird wieder schnell simuliert, weil wir spielen gegen Hannover selbst. Und das Spiel endet 2-1 für die Löwen, Doppelpack Ishak. Interessant. Und Lindenmeier wurde nochmal eingewechselt. Und Shaw wurde auch nochmal eingewechselt. Also passt doch, perfekt. Und jetzt gibt es ein Transferangebot für Philipp Steiner von Galatasaray Istanbul. Es kann es nicht sein, die wollen mir einfach alle Spieler eher. Ich werde mal delegieren, aber tendenziell eher nein. Also ich möchte schon 2,1 Millionen mindestens haben für den. Ich habe jetzt ganz vergessen, was ich gerade ausgewählt habe, was maximal das Angebot ist. Ja, und da sind wir auch schon am letzten Spieltag der heutigen Folge. Liam Shaw weiß, dass Eric Martell wieder fit ist, aber hoffentlich... Warte, was? Aber hoffentlich habe ich gezeigt, dass ich weiterspielen sollte. Das wäre wichtig für meine Karriere. Oh nein, das wird jetzt so ein Machtkampf zwischen Eric Martell und Liam Shaw. Ja gut, du hast gezeigt, wie groß dein Potenzial ist. Ich werde dich berücksichtigen, das verspreche ich dir. Ich werde ihn einwechseln. So, und wir spielen jetzt direkt gegen Hannover 96. Danach zeige ich euch nochmal die ganze, ja, gescouteten Spieler gesamtstärke technisch. Und wir checken nochmal alle ab, ob da schon eine Art Marktwert steht oder so.
Ja, wir sind am Anschluss in der HDI Arena und mal gucken, wie das Spiel läuft und enden wird. Ich hoffe, wir gewinnen, weil wir sind gerade echt gut dabei in der oberen Tabellenhälfte und wir wollen ja unbedingt aufsteigen. Und Fabi Greininger macht schon mal gut zum Anfang, aber Leon Weinkauf hält natürlich diesen Schuss von Fabi Greininger. Und damit geht's ab in den Tempo-Boost, denn aus der Ecke wird wahrscheinlich nichts. So ist es. Oh, wir haben unsere 100-Spiele-Marke erreicht mit dem Spiel. Oder jetzt durchgespottet. Haben wir das jetzt im Spiel erreicht oder sind wir vor dem Spiel auf die 100 gekommen? Das wäre eine gute Information, die mich jetzt interessieren würde. Und dieser Seitenwechsel ist tatsächlich geglückt. Wow. Aber ich kann keine Kopfbälle. Damit jetzt wieder in den Tempo-Boost. Und dass das gelb ist, ist sogar noch Glück für Kerk. Also es hätte auch genauso gut rot sein können. Ja, da steht 1-0 für Hannover 96 und ich kann jetzt gar nicht sagen, ob das verdient oder nicht ist. Also ich hatte schon das Gefühl, die haben mehr Schüsse gemacht, aber nur weil man mehr Schüsse macht, heißt das nicht unbedingt, dass man die bessere Mannschaft ist. Vielleicht macht es die andere eher das Spiel und so, das ist es ja. Oder man verzieht einfach die ganzen Schüsse, weil man zu blöd ist zum Schießen oder zum Dribbeln, so wie ich gerade. Hannover kann eigentlich eher noch von Glück reden, dass sie noch 11 Mann auf dem Platz haben. Weil das eine Foul von, ich glaube, Kerk war, ich weiß nicht mehr, wer es war, von dem, der die gelbe Karte hat, das hätte auch genauso gut rot sein können. Und ich mache gerade so einen dummen Fehler. Hilfe! Ich sollte mich wieder aufs Spiel konzentrieren und nicht auf was vergangen war. Ja, ist klar! Ich krieg die Pille nicht aus dem 16er nach meinem Fehlpass. Und ja, es steht 2-0 für Hannover. Ich will mal sagen, das Spiel ist so gut wie verloren. Und den seine Haare sahen gerade auch minimal gruselig aus. Alles klar, 2-0 Hannover. Jetzt treffen die aber mit jedem Schuss anscheinend. Und ich komme einfach immer wieder nicht an den Ball ran und mittlerweile kann ich sagen, dieses Spiel ist eh verloren. Kann man nichts machen, aber ich kann zumindest schon mal sagen, dass wenn ihr keine Kommentare schreiben solltet, wen ich verpflichten soll und so, dann würde ich einfach so die nehmen, die wo ich jetzt am sinnvollsten achte. Und damit geht es auch in die Halbzeitpause. Und wie ihr wahrscheinlich schon in dem Titel gelesen habt, Machtkampf der Sechser. Um den jetzt noch ein bisschen anzufechten, werde ich jetzt erstmal hier im Shaw einwechseln gegen Eric Martel, dass jeder 45 Minuten spielen dürfte. Und 2-1, Kai Braun mit seinem wahrscheinlich ersten Assist in dieser Saison. Zumindest den ersten, der mir jetzt gerade in den Kopf kommt. Kann sein, dass er schon mal einen gemacht hat. Also super, Braun auf Greininger, Greininger auf Mölders, der schickt nochmal Braun, weil der durchläuft. Und der dann mit der perfekten Flanke auf Schmidt. Und Lozano wäre auch noch im 16er gewesen und hat sich da noch schnell weggedockt. Und damit schaffen wir doch noch den Treffer, den Anschlusstreffer eventuell. Das Spiel scheint doch noch nicht verloren. Und das gibt Gelb
für Kazuyoshi und eine super Freistoßmöglichkeit für die Löwen. Und das war eigentlich ein total unnötiges Foul, weil ich wahrscheinlich nicht mal zum Abschluss gekommen wäre. Und den werde ich direkt mit Neudecker versuchen. Oder wartet mal, ist das mein bester Schütze? Ja. Ah, der ist zu nah am Ding. Oder Tor! Was? 3-2! 60 trifft! Richie Neudecker frei! Ich habe nicht damit gerechnet. Ich schieße einfach ein Freistoßtor. Was ist denn jetzt los? Da spiele ich so eine beschissene erste Halbzeit und jetzt mache ich einfach ein Freistoßtor. Mein wirklich erstes Freistoßtor mit einem normalen Spieler. Ich habe schon mal zwei Stück geschossen, allerdings war das mit einem 99er Spieler, der hochgeboostet wurde von mir über eine Cheat Engine. Was zum Teufel? Einfach ein Freistoßtor. Ja gut, damit ist es wirklich jetzt der Anschlusstreffer. 3-2. Es ist halt wirklich noch was drin im Spiel. Weil es der schnelle Doppelschlag war. Und Richie mit seinem ersten Tor im vierten Spiel in der zweiten Liga. Ja, jetzt steht es 4-2. Das Spiel ist trotzdem noch nicht verloren und jetzt hoffe ich nur, dass sich Neudecker gerade davor nicht verletzt hat, aber es sieht nicht so aus, sonst wäre der jetzt als Wechselmöglichkeit dagestanden. Weil der sich komisch aufs Maul gelegt hat, das sah kurz so aus, als könnte er sich verletzt haben. Und es tut mir vielleicht leid, wenn ich ein bisschen zu laut gerade beim 3-2 geschrien haben sollte, aber ich war da gerade wirklich ungläubig, dass ich da ein Freistoßtor geschossen habe. Jetzt gibt es einen neuen Freistoß, aber der wird nichts, das war mir aber jetzt eher klar. Aber ich sehe noch Hoffnung in diesem Spiel. Aber vielleicht sollte Schmidt den einfach normal nehmen und nicht als Fallrückzieher machen. So, das Spiel ist aus, wir verlieren leider mit 4-2, obwohl wir uns nochmal gut rangekämpft haben. Aber zumindest Positives im Spiel, ein geiles Freistoßtor, was ich immer noch nicht glauben kann, dass wir es geschafft haben. Ich zeige jetzt nochmal die ganzen Spieler, die wir auf der Transferliste haben. Also, nee, nicht Transferliste, Wunschliste. Und dann die Abstimmung für das nächste Spiel, für das nächste Video. Also, wir haben Nacho Rodriguez 70, Esteban Moya 62, Duarte 62, Bergström 65, Peters 63, Steffen Tigges 73, Joachim Nilsson 8,4 Millionen Freigabesumme, Figuer, ja der Typ da 2,4, Adams Nuhu 3,55, De Medina 2,4, Fenning hat einen Marktwert von 2,1 Millionen und eine Freigabesumme von 4,2 Millionen. Garcia, McNulty 3,9 und 8,1. Dahl 1,3 und 2,3. Namni 2,9 Millionen. Lasse Günther 3,6 Millionen und 6,3 Freigabesumme. Gebauer 1,2 und 2,1. Dann Italiano hat 2,65 Millionen. Und Anton Kade 2,65 Millionen. Wir haben aktuell ein Transferbudget von 13,3 Millionen. Und dann gibt es jetzt noch die Abstimmung fürs nächste Spiel. Nürnberg, Karlsruhe, Darmstadt und die Kleeblätter aus Fürth. Die vier Mannschaften sind in der Abstimmung. Es wird wieder zwei Spiele geben. Denkt auch an die Abstimmung, ob wir Matteo Raab in Zukunft als Torhüter im Pokal einsetzen sollen oder nicht. Apropos, gibt es eigentlich schon einen neuen Gegner? So wie es aussieht, noch nicht. Okay. Ja, und dann war's das. Denkt ans Kommentieren und ans Abstimmen. Und dann sei erstmal ciao, ciao. So, das war's dann auch mit diesem Video. Ihr könnt jetzt
oben links noch ein weiteres Video von mir anschauen. Unten links die aktuelle Playlist zu diesem Projekt FIFA 22 60er Karriere anschauen. Und rechts könnt ihr kostenfrei meinen Kanal abonnieren. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Und aktiviert auch gerne die Glocke. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss. Servus und denkt an die Abstimmungen.